möchte euch die drei Theologen vorstellen, die mich am stärksten beeinflusst haben. Eine kleine Serie, jeweils so ein Profil mit den Dingen, die ich bei den dreien gelernt habe. Das sind Karl Rahner, Manu Guardini und Thomas von Aquin. Und heute möchte ich mit Karl Rahner beginnen. Wir können nicht bloß von Gott schweigen, weil... Karl Rahner war ein Jesuitenpater, also ein Pater aus dem Orden, den im 16. Jahrhundert Ignatius von Loyola gegründet hat. Und Ignatius hat nicht nur einen Orden gegründet, sondern einen Orden, der eine starke Spiritualität hat und der die Spiritualität auch sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und vor allen Dingen durch sein Exerzitienbüchlein. Also die Idee, so Exerzitien zu machen, die hat zwar schon ein Vorspiel, aber die hat bei Ignatius ihre klassische Zusammenfassung und auch eine Spiritualität, die Gott in allen Dingen finden möchte. Und das ist auch für Karl Rahner wirklich prägend. Seine Theologie ist eine Synthese aus scharfem Geist und ignatianischer Spiritualität. Und das hat mich von vornherein fasziniert, diese Einheit von Spiritualität und Theologie. Ich bin früh auf Rahner gestoßen, noch bevor ich mit dem Studium angefangen habe, durch einen Zufall. Ich habe gelesen und gelesen, er gilt als schwierig, aber ich habe mich irgendwie nicht abbringen lassen, weil es mich irgendwie fasziniert hat. Und das hat mich geprägt. Johann Baptist Metz, ein Schüler von Rahner, selber ein bedeutender Theologe, der Vater der neuen politischen Theologie, hat ein Büchlein zu seinem 80. Geburtstag mit einer Widmung versehen, die ich teilen kann. Da steht: dem Vater meiner Theologie und dem Vater meines Glaubens. Also, das würde ich auch sagen, dem Vater meiner Theologie und dem Vater meines Glaubens. Ich möchte ganz wenig charakterisieren, was ich bei Rahner gelernt habe und was mich bis heute prägt. Der erste Punkt: der Mensch ist keine in sich verschlossene Monade. Der Mensch ist als Mensch ein gottoffenes Wesen. Rahner war in seinen jungen Jahren zunächst Philosoph und war für Philosophie von seinem Orden vorgesehen. Und erst weil eine Dissertation unter ominösen Umständen in den 30er Jahren dann scheiterte, wurde er zum systematischen Theologen, zum Dogmatiker, aber er hat zunächst mal intensiv sich auch mit Philosophie beschäftigt und hat eine Religionsphilosophie entworfen, die genau diesem Gedanken nachgeht. Die ist zum ersten Mal in den 30er Jahren, ich glaube 1937, bei den Salzburger Hochschulwochen vorgetragen worden. Und bringt das eigentlich auf den Punkt, diese Gottoffenheit des Menschen. Die heißt Hörer des Wortes. Der Mensch ist qua Menschsein ein Hörer des Wortes. Ein Wesen, das ausgerichtet ist auf eine mögliche Botschaft Gottes, die an ihn ergeht. Und dafür kann man, so Rahner, philosophisch argumentierend eintreten. Man kann zeigen, dass dieser Mensch immer schon etwas zu tun hat, jeder von uns, immer schon etwas zu tun hat mit dem Gott einer möglichen Offenbarung, der ihn anspricht, der zu ihm redet. Der Mensch ist ein Wesen, das sich permanent überschreitet, das nie einfach bei sich bleiben kann, das immer schon über sich hinaus ist. Und das auch in den alltäglichsten seiner Vollzüge. Wenn wir etwas erkennen, dann können wir es nur erkennen in einem Horizont, der ins Unendliche geöffnet ist, bis hin zu einem, in einen Horizont hinein, hinter dem sich letztlich der Schöpfer dieses Menschen verbirgt. Hörer des Wortes, die Religionsphilosophie, die mir diese grundlegende Dimension der Gottoffenheit des Menschen erschlossen hat und deshalb eben auch, dass dieser Mensch es immer schon mit dem Geheimnis Gottes zu tun hat. Wir entgehen Gott nicht. Er ist immer schon bei uns. Wir sind vielleicht nicht bei ihm, aber er ist immer schon bei uns. Der zweite Punkt. Rahner musste als junger Dogmatiker
dann in Innsbruck, wo er vom Orden hingeschickt wurde. Es war eine, bis heute eine Fakultät, die jesuitisch geprägt ist, die theologische Fakultät in Innsbruck, musste Dogmatik lesen, also das Fach, das die Kinder schweren Fragen stellt, nicht was ist eigentlich Auferstehung, was ist Gnade und so weiter. Und er musste doch die Gnadentheologie übernehmen. Und er hat das gleich genommen und gegenüber den Üblichkeiten des theologischen Schulbetriebs radikalisiert. Er hat gesagt, Gnade ist nicht nur irgendwie eine Qualität, die Gott am Menschen wirkt. Sicher das auch. Sondern sie ist letztlich in ihrem Kern Selbstmitteilung Gottes. Das ist vielleicht das Schlüsselwort, das aus der Gnadentheologie stammt, für Rahners Theologie überhaupt. Selbstmitteilung Gottes. Gott teilt nicht etwas mit, Gott teilt auch nicht nur etwas über sich mit, sondern Gott teilt sich selbst mit, indem er sich offenbart und indem er den Menschen begnadet. Und dieses Gnade und Offenbarung bilden eine Einheit. Sein sich selber mitteilen an den Menschen in seiner Selbsterschließung ist immer auch Gnade, ist wirkliche, reale Lebensmitteilung. Nicht. Das heißt, der Gott Offenheit des Menschen, der Mensch, der niemals in sich selber verschlossen ist, sondern der es immer schon mit Gott zu tun hat, der auf Gott hin offen ist, auf Transzendenz hin offen ist, auf das absolute Geheimnis hin offen ist, diesem Gott teilt sich Gott mit und er teilt sich selber mit. Er wohnt diesem Menschen inne und gibt ihm die Dynamik auf Gott hin. Und diese Selbstmitteilung ist eine Selbstmitteilung des dreifaltigen Gottes. Auch da, Gott zeigt sich in seinem Offenbarwerden, in seinem Gnadenhandeln, wie er in sich selber ist, nämlich dreifaltige Lebendigkeit. Dreifaltige Lebendigkeit, die sich mitteilt. Als Sohn, als Geist. Also, Gottoffenheit und Selbstmitteilung Gottes. Gottoffenheit des Menschen, Selbstmitteilung Gottes. Für mich war das der Schlüssel eigentlich zur ganzen Theologie. Wenn man diese beiden Pole einigermaßen sich angeeignet hat, kann man damit die ganze Theologie lesen. Es wird zu einer Möglichkeit, das ganze Heilsgeschehen, das biblische Zeugnis und so weiter zu begreifen. Und es wird auch möglich, damit zu sehen, dass diese Erlösung etwas ist, das Gnadenhandeln, das Erlösungshandeln, das Selbstmitteilungshandeln Gottes ist, das eine universale Bedeutung hat, das jeden Menschen betrifft. Nicht? Das eine geschichtliche Seite hat, eine, wie Rahner sagen würde, kategoriale Seite, eine Seite, in der Gott eine Geschichte stiftet, die mit Abraham anfängt, in Jesus Christus ihren Höhepunkt hat, die aber gleichzeitig alle andere Menschengeschichte, letztlich den ganzen Kosmos auf dieses Geschehen hinordnet im Heiligen Geist. Weil Gott sich wirklich selbst mitteilt und darin Schöpfung ergreift, ordnet er alles auf dieses Geschehen hin. Und das macht es möglich, Gottes Heilswirken, sein Erlösungshandeln universal zu denken, ohne dabei in eine billige Allerlösungsvorstellung zu kommen, wo der Mensch gleichsam automatisch ohne seine Entscheidung erlöst wird. Weil wir alle, so Rahner, in unserem Selbstvollzug zu dieser uns vielleicht gar nicht bewusst treffenden, aber realen Selbstmitteilung Gottes verhalten. Er hat das anonymes Christentum genannt. Man hat das oft missverstanden, als ob das eine Aussage wäre, Friede, Freude, Eierkuchen, wir kommen alle in den Himmel. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Gemeint ist, dass alles, was Menschenantlitz trägt, von Gottes Gnade betroffen ist. Das ist nicht das Ende zum Beispiel von Mission, sondern das ist die Bedingung der Möglichkeit von Mission. Wenn ich Menschen anpredigen müsste, wenn ich Menschen die Botschaft vermitteln müsste, die überhaupt noch nicht von der Wirklichkeit Gottes in seiner Selbstmitteilung berührt sind, würde das alles und grundsätzlich von ihnen abgleiten. Ein weiteres Element von dort aus, Universalität der Erlösung, Gottoffenheit des Menschen, Selbstmitteilung Gottes, Universalität der Erlösung, dem korrespondiert eine andere Universalität. Und damit schließt sich der Bogen, damit sind wir nämlich wieder bei Ignatius,
Es gibt eine lange Tradition in der neuzeitlichen Theologie, auch in Ranos eigenem Orden, die ein bisschen vergessen hat, was ihr Ordensvater gelehrt hat, die sagt, die Gnade ist so transzendent, dass sie nicht erfahren werden kann. Also ob ich begnadet bin oder ob ich nicht begnadet bin, ist eigentlich etwas, was ich nicht, grundsätzlich nicht erfahren kann. Draner sagt nein. Die Tatsache, dass sich Gott selber mitteilt, wirklich an unsere Offenheit, an unsere Gottoffenheit mitteilt, das verändert uns wirklich und diese Veränderung ist erfahrbar. Das heißt, Draner plädiert ganz dezidiert dafür, dass man Gnade erfahren kann, dass sie etwas mit uns tut. Und damit ist er wieder ganz ursprünglich bei dem, was der Prozess im Exerzitienbüchlein des Ignatius will. Nämlich, dass Menschen in Beziehung zum Heiligen Geist kommen, der sie zu einer Lebensentscheidung führt, zu einem Wählen führt. Und dazu muss Gnade erfahrbar sein. Und Rahner sagt eben, diese Gnade ist nicht irgendwie verwiesen an einen besonderen Ort, sonntags von 10 bis 12 oder irgendwie so etwas, oder auch nicht in besondere Situationen, so wichtig alle diese Dinge sind, sondern Gott kann, und damit sind wir wieder bei Ignatius, in allen Dingen gefunden werden. Das heißt, diese Erfahrung von Gnade, die kann etwas sein, das mir im allerbanalsten Alltag begegnet. Dort, wo ich in einer letzten Selbstlosigkeit mich loslassen kann, auf einen anderen Menschen hin, der mich jetzt braucht, obwohl es mir überhaupt nicht passt und eigentlich völlig daneben geht, wo ich mich loslassen kann. Es geht immer um dieses Loslassen im Grunde genommen. Dort wird Gnade erfahren. Und dort scheint dann auch noch einmal auf diese Einheit von Spiritualität und Theologie, in dem Gott finden in allen Dingen. Das zu Karl Rahner.